Hallo liebe Follower, heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. Hier in der Normandie, wunderbar gelegen direkt am Meer, gibt es einen Ort, einen ganz besonderen Ort, der von Geschichte und von der Historie zeugt. Wir haben ungefähr 2 Stunden benötigt, auf diesem Riesenareal unser Ziel zu finden, aber dann ist es uns geglückt. Hier an der Normandie, wo vor über 80 Jahren der DJ ausbrach, gibt es einen Ort, wo man heute noch verschiedene Panzer der Amerikaner am Strand entdecken kann. Wie gesagt, es hat ungefähr 2 Stunden gedauert, aber wir haben sie gefunden. Verschiedene Spähpanzer, einen Sherman-Panzer haben wir entdeckt, teilweise ausgebrannt, teilweise mit Einschussspuren. Manche sind auch von ihnen gerupft worden. Schaut mal, hier sind sogar die Räder demontiert worden, wahrscheinlich als Andenken. Das könnte ein amerikanisches Half-Track sein. Und hier ist er. 3 von diesen Sherman-Panzer findet man. Und höchstwahrscheinlich ist dieser hier auf eine Mine aufgefahren, denn die Kettenglieder, wie ihr selber seht, sind runter. Und man sieht hier etliche Einschussspuren verschiedenster Kaliber. Man hat sich hier sogar die Mühe gemacht, die Kette in das Fahrzeug reinzulegen. Und hier seht ihr, dass auch die Schrottdiebe da waren. Man hat hier an dem Panzer tatsächlich die Panzerplatten raus montiert. Und das wird wahrscheinlich ein Teil von einer 7,5 cm Granate sein. Und schaut mal, wie schön es hier ist. Es ist einfach unvorstellbar. Man braucht heutzutage wirklich nicht weit wegfahren. Man hat das Paradies wirklich vor der Haustür. Und Ferenc und ich, wir haben uns tatsächlich hier die Mühe gemacht, durch das gesamte Gebiet zu laufen. Und mit der Drohne konnten wir es tatsächlich nicht aufklären, sodass wir uns auf den Weg gemacht haben und auf unsere Marken bei Google Maps vertraut haben, die ich mir selber gesetzt habe. Der Hund war auch dabei. Und schaut euch einfach mal an, wie riesig dieses Gebiet ist. Und ihr müsst wissen, da ist es nicht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei dieser Folge Relikte der Vergangenheit. Hallo meine Freunde, es gibt keinen Grund, weit weg zu fliegen, wenn man in Deutschland wohnt oder in Frankreich, weil die Normandie ist einfach wunderschön. Schaut euch das mal an. Wir sind jetzt gerade mitten in den Dünen. Schaut mal. Ist einfach atemberaubend. Ich habe das gerade schon mit meiner Drohne aufgeklärt, aber die Spots meiner Begierde habe ich noch nicht gefunden. Und deswegen schauen wir einmal gerade per Pedis. Das Problem ist, es ist halt sehr, sehr hügelig. Deswegen ist das gar nicht so einfach mit dem Aufklären. Aber ich melde mich, sobald ich es gefunden habe. Ich glaube, das erste haben wir gefunden. Ich glaube, das erste haben wir gefunden. Ich überlege tatsächlich, ich mache ja häufiger solche Touren, wo ich Museen, Lost Places, verlassene Schlachtfelder und so weiter begehe, die als Komplettpaket einfach mal anzubieten. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Interesse an solchen Sachen habt. Bedeutet quasi die Koordinaten, wie man da hinkommt, ein paar Fotos davon. Vielleicht mache ich das mal. Und vielleicht fange ich mit dieser Reise an. Waren auf jeden Fall richtig schöne Sachen dabei. Und vielleicht möchte man diese Tour 1:1 nachbauen oder nachfahren. Schreibt mal in die Kommentare, ob das was für euch wäre. Und ich weiß auf jeden Fall, dass drei Sachen hier in der Düne sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen davon schon sehen. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Das sieht ziemlich gut aus. Also, ich kann euch jetzt schon mal verraten, wir sind an einem Teilabschnitt von der Normandie, wo die deutsche Wehrmacht gegen die Alliierten gekämpft hat. Und es gibt einige Relikte
aus der damaligen Zeit, die hier seit dem Krieg unverändert dahin vegetieren. Dann schaut mal hier. Das ist wahrscheinlich ein Sherman-Panzer. Wo oben der Turm komplett weggeflogen ist. Überall. Hier hat man sich was rausgeschnitten. Warte. Hier hat man sich was rausgeschnitten. Der Motor ist noch zu sehen, Leute. Hier. Da ist der. Ferenc, hier ist der Motor, ein Sternmotor. Wusstest du, dass die einen Sternmotor drin hatten? Und guck mal, die haben hier richtig was weggeschweißt. Wir brauchten auf jeden Fall Material. Cool. Ja. Gehen wir mal hoch, oder? Das Ding haben sie auch als Fahrziel benutzt. Ja, aber von wo willst du denn treffen? Flugzeuge? Boah, das glaube ich nicht. Dafür hat sie gemacht. Guck dir mal die Einschläge an. Komplett. Auch hier den Turm haben sie. Auch den Turm haben sie abgeschnitten. Ja, der ist gesprengt. Vielleicht von den Amerikanern selbst. Ne? Das ist die Kanone, oder? Ja, genau. Viel Glück ist die Kanone noch dran, ne? Ja. Ne, das Rohr ist weg, siehst du? Das Rohr. Hier. Ja, vielleicht ist es wirklich ein Hartziel, aber. Das ist ja spannend, Leute. Da ist das Getriebe. Rein, oder? Oh, hier bewegt sich gar nichts mehr. Hier ist alles. Auf den ja. Also, es noch geht. Ferenc hat gerade ein Foto von mir gemacht, wie ich hier aus dem Fahrersitz rausgucke. Und das ist das Innere eines Sherman-Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da sind die Treffer. Ich weiß leider nicht, ob er. Da sind die Treffer. Ich weiß leider nicht, ob er im Kampf beschädigt wurde. Wenn, dann hat er auf jeden Fall ordentlich was abbekommen. Oder ob der im Nachgang gesprengt wurde. Aber er hat auf jeden Fall ordentlich was abgekriegt. Und hier ist das Getriebe. Und ich spendiere euch noch mal einen Rundumblick. Auf das Wrack. Aber das Spannendste ist wirklich der Motor. So, noch mal ein Rundumblick. Das ist schon bemerkenswert, Leute. Insbesondere diese Seite. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Krass. So, und jetzt suchen wir die nächsten. Leute, etwas ganz, ganz Besonderes. Wir haben uns gerade ein bisschen in die Haare bekommen, weil er sagte, das ist ein normaler Sherman und ich sagte, das ist ein Sherman Firefly. Und Sherman Firefly in der freien Wildbahn, könnte man schon fast sagen, zu sehen, ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ich gehe davon aus, ohne es zu wissen, der Sherman Firefly hat einige Treffer abbekommen. Schaut mal hier, da und hier. Und einige davon sind tatsächlich auch durchgegangen. Und hier zum Beispiel ist sogar noch das Projektil drin. Das bedeutet, der ist wahrscheinlich kampfunfähig gemacht worden. Besatzung ist vielleicht auch, keine Ahnung, ob sie gestorben ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Entzieht sich meiner Kenntnisse. Aber was haben die gemacht? Was hat die Besatzung gemacht? Die hat hier vorne das Rohr gesprengt. Seht ihr das? Damit der Panzer den Deutschen nicht in die Hände fällt und im Zweifelsfall auf deutscher Seite kämpft. Das ist ja häufig passiert, dass man sogenannte Beutefahrzeuge hatte und die haben dann auf der gegnerischen Seite, egal wo, dann weitergekämpft. Und ich gehe stark davon aus, dass das ein Firefly ist. Ferenc guckt gerade nach. Er sagt, du kannst das doch nicht immer sagen. Doch, ich kann das sagen, weil man sieht es ja am Turm. Der ist deutlich massiver. Und was ich gar nicht wusste vorher, schaut mal hier,
Das zeige ich euch. Der ist ja, also der hat eine Panzerung, aber nicht so stark. Hier ist relativ dünn. Also wenn der hier an der an dem Laufwerk, an dem Fahrwerk was abbekommt und Splitter nach oben gehen, dann sieht es für die Mannschaft aber nicht gut aus, Leute. Also ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Panzerung. Hier vorne hat er auch einen weggekriegt. Da. Und natürlich gehen wir auch drauf. So, hier ist sogar noch das Hoheitszeichen drauf. Oder was auch immer. Schaut mal. So, da gehen wir jetzt drauf. Und ich glaube, wir können sogar reingehen. Und wir können sogar eine Nummer finden. Und ich habe bestimmt ein, zwei Leute bei mir in der Gemeinschaft, die können mit dieser Nummer was anfangen. D82081Y. Schaut mal hier, auch hier wieder das Getriebe, wie bei dem anderen. Okay, wie sind die Teile? Da ist der Durchschuss. Und da sieht man auch, der ist durchgekommen. Also hier, keine Ahnung, ob das 2 cm sind oder so. Aber auf jeden Fall nichts Großes. Aber es reicht natürlich aus, um die Besatzung hier ernsthaft zu schädigen. Und hier, schaut mal hier, auf der gegenüberliegenden Seite hat das noch so viel Schaden verursacht. Bedeutet, wenn das durchgeht und man ist da irgendwie im Weg, dann Prost Mahlzeit. Und das ist die Kanone, die habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Und die ist ja einfach noch drin. Die Kanone ist hier einfach noch drin. Das ist wirklich bemerkenswert, Leute. Überall Durchschüsse. Hier die Luke. Mal gucken, was wir hier noch zu sehen haben. Hier hat es gebrannt. Leute, hier hat es gebrannt. Wer weiß, ob der Fahrer verbrannt ist. Ob die hier drin umgekommen sind, weiß man nicht. Das ist wirklich heftig. Ne, kriegen wir nicht hoch. Also, ich habe versucht gerade mal hier was anzuheben. Hier sehen wir die Welle, die geht hier durch. Feuerlöscher wahrscheinlich. Es ist einfach alles noch da. Schaut mal hier vom Feuerlöscher. Und das ist wirklich bemerkenswert. Ey, das ist so krass. Ich schwenk noch mal hier für euch einmal. Boah. Links ist der Fahrer und rechts der Bordschütze. Krass, oder? Das ist wirklich krass. Hier ist einfach noch die Kanone drin. Und der scheint hier drin gebrannt zu haben. Also der scheint richtig einen fetten Treffer abbekommen zu haben. Und dann hat man den gesprengt. Und da liegt einfach noch die Kette im. Also der hat wahrscheinlich sogar eine Kette verloren. Der nächste Sherman. Ferens glaubt, die sind alle von den Besatzungen gesprengt worden. Ich glaube eher, dass sie entweder getroffen wurden. Sie sind auf jeden Fall getroffen worden. Oder aber sie sind sogar auf Minen aufgefahren. Hinten hat man noch zusätzlich Ketten reingelegt. Ferens glaubt von einem Half-Track. Goodrich & Co. steht da drauf auf der Kette. Und ich zeige euch mal die Beschussspuren. Das ist ja das Heck. Hier liegt noch die Kette. Seitenansicht. Und hier bedeutet, wenn der hier einen Treffer bekommen hat, mit dem Winkel, dann wird der Verteidiger wahrscheinlich da oben drauf gewesen sein. Hier nochmal mit was Kleinerem, aber auch der ist durchgegangen. Auch hier nochmal ein Treffer. Und hier vorne gab es einen richtigen
Kabemsmann rein. Da, schaut mal. Und die typischen Abpraller. Mal gucken, ob ich ihn draufkriege. Das Rohr ist komplett weg. Wahrscheinlich dann gesprengt worden, damit man den nicht als Beutefahrzeug nutzen kann. Das ist, Leute, wir befinden uns hier mitten am D-Day. Ach, hier doch, am D-Day, in der Normandie vom D-Day. Und hier liegen einfach noch die Panzer wie vor 80 Jahren. Das ist wirklich, das ist Geschichte pur zum Anfassen. Also ich finde, krasser und näher kommt man nicht ran. Näher kommt man einfach nicht ran. Nee, aber in Summe, die Landschaft ist doch... Das ist wie so eine, Postkartenmotiv. Schaut mal hier, Teil von der Granate. Ist alles voller Granatsplitter. Mal gucken, ob wir vielleicht auch noch Munition finden. Schaut mal hier, das scheinen alles Granattrichter oder Bombentrichter zu sein. Ich dachte am Anfang, das wären nur irgendwelche Dünen, aber das scheinen alles Trichter zu sein. Relativ große sogar. Und hier stehen einfach mal Betonfundamente. Das könnte ein Schießstand sein. Hä? Da gibt es noch einen? Ja, es gibt noch einen. Da ist einer, Leute. Da hinten ist einer. Und da irgendwo hinter dem Loch. Da ist noch einer. Und irgendwo muss doch dieser Vierradpanzer sein. Pro Seite vier Räder. Das ist unglaublich. So, Leute, wir haben einen Half-Track gefunden. Beziehungsweise die Überreste davon. Schaut euch mal an. Also, mich würde wirklich interessieren, ob wir hier auf ein Panzergrab aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen sind oder ein Truppenübungsplatz. Auf jeden Fall ist der gut runtergekommen. Komplett am Rosten. Scheint aber auch gebrannt zu haben. Das sind sogar noch die Platten, die hier runtergefallen sind. Aha. Hier. Aber das sind die Ketten, ne? Das sind die Ketten. Dann liegt hier wahrscheinlich noch ein Halftrack rum. Zwei Reihen Gummis und in der Mitte hast du die Bleche hochstellen. Und ungefähr die Breite. Krasse Nummer, Leute. Das ist Geschichte. Egal ob Truppenübungsplatz oder Normandie. Kampf um die Normandie. Leute, das ist einfach nicht zu glauben. Es ist immer noch nicht der, wo wir hin wollten. So, und ich habe schon fast gedacht, wir müssten noch weiterlaufen, aber hier ist er, dieser Radpanzer. Der ist ja in Guadal... Wo ist er zum Einsatz? Indochina-Krieg ist er zum Einsatz gekommen. Und man konnte die mittleren Räder rauf und runter fahren. Und runterfahren, damit er eine bessere Geländegängigkeit im Sand hat. Genau, du sagst es. Die anderen Reifen sind abmontiert. Zerschossen. Oder zerschossen. Und hier kann man auch drauf. Schaut mal. Hier ist sogar noch alles drin. Aber hier werde ich jetzt nicht reingehen, weil Tetanus-Impfung liegt schon ein paar Tage zurück. Aber die Kabel sind noch da. Das ist schon bemerkenswert, Leute. Das ist wirklich bemerkenswert. Riesige Federn, Stoßdämpfer. Der Turm, Einzelteile, die hier rumliegen. Wir können auch vorne reingucken. Schaut mal, hier ist gar kein Platz drin. Mal gucken, ob wir hochkommen. Ah ja, das sagt es bereits. Vorsicht. So. Das ist wirklich krank.
Da liegt der Reifen, der ist wirklich zerschossen. So wie Ferenc sagte, da ist der Reifen, der ist wirklich zerschossen. Oh, und nochmal hier. Und nochmal hier der Blick drauf. Boah, das ist wirklich abnormal. Vorne finden wir den vorletzten Panzer, ist ein Radpanzer. Ich denke, Spee-Panzer könnte das sein. Und da gehen wir jetzt auch mal gemeinsam hin. Da steht er. Das ist der gleiche wie drüben, ne? Ja. Ja, ist der gleiche wie drüben. Vollgummireifen. Krass. Aber die anderen beiden Reifen oder Räder sind geklaut. Wie klein der eigentlich ist, ne? Ja, habe ich mir auch gerade überlegt. Ich sag mal, wie viel passen da rein? Das ist ja eigentlich nur so ein unterstützungsleichter Spähpanzer. So. Ich würde sagen Spähpanzer, oder? Also hätte ja nicht so eine fette Bewaffnung. Ja, die Kanone ist schon ordentlich, ne? Ja, ja. Die. Spähen ist das nicht gut. Ja, der ist schon gut leergeräumt hier. Ja, guck mal. Die Wand da hinten. Oh, ja. Aber der hat keine Treffer. Das passt dann wiederum nicht, weißt du? Ja, scheiß Schützen. Wobei, hier hat er ein paar kleine abbekommen. Ja. Aber die gingen nicht durch. Vielleicht, vielleicht für Maschinengewehr schützen. Ja, oder Scharfschütze. Hörst ja dann hier in der Ping. Ja, hier, guck mal, hier, der Rad. Aua, der Radfahrt hat einen abgekriegt. Ja, mehrere. Ja. Siehst du? Findest du vielleicht noch da drin? Aber ansonsten. Das haben die rausgeholt. Ja, höchstwahrscheinlich. Weil, guck mal hier. Hier was eingeschnitten. Mhm. Waren vor uns welche hier. Heftig. Hier ist offen. Da ist offen, Leute. Aber ist aufgeschweißt. Obwohl hier. Hier hat er einen abgekriegt. Ja? Hey, hier hat er einen abgekriegt. Von der Seite. Aber mittlerweile glaube ich eher, dass es wirklich zum Üben war hier. Dass das Hartziele sind. Oder? Würde ich auch machen. Ja, ne? Wahrscheinlich eher Hartziele. Und Diego hat eine Maus gefunden. So, ich gehe noch einmal mit euch rum. Ja, weil da vorne könnte eventuell böse noch werden für uns. So, der letzte. Leute, der letzte. Spee-Panzer, das definitiv. M7 oder so, ich weiß gerade nicht, M47. Hier wachsen schon die Pflanzen drin. Michelin, Michelin, Reifen. Hier haben wir noch den Motor. Es riecht aber alles noch nach Feuer. Die Kanone hat man abgesägt. Höchstwahrscheinlich für die Demilitarisierung. M8 Greyhound. M8 Greyhound, dankeschön. Der M8 Greyhound, Leute. Panzerspähwagen. So. Und jetzt haben wir, glaube ich, wie viele Kilometer? 2 Kilometer durch die Dünen zurück. Und hinter uns, seht ihr, könnte eng werden. Mal gucken, vielleicht kommen wir noch richtig in den Hagelschauer rein. Also von daher drückt uns die Daumen.